Seid gegrüßt zu einer weiteren Runde Bleach Brave Souls. Wie im letzten Video schon versprochen, reden wir jetzt natürlich auch mal über die neuen Charaktere, die jetzt tatsächlich morgen sogar schon rauskommen sollen, wenn nicht sogar heute, je nachdem wie ich es schaffe, das Video zu bearbeiten bzw. hochzuladen. Und zwar geht es um das Memories of Nobody Gacha, nämlich das Gacha zum allerersten Film, zum ersten Bleach-Film, der rausgekommen ist. Caleb hat ja vor einer ganzen Weile schon gesagt, ja, wir haben jetzt die Filmrechte, können dafür Charaktere rausbringen, jana. Und damit geht es dann jetzt auch endlich einmal los. Das Ganze wird tatsächlich so hochgezogen wie die Bloodborne-Charaktere. Also man kann es schon fast als Event ansehen, weil es so über einen, sag ich mal, sogar schon fast einen knappen Monat, nicht sogar einen ganzen Monat, hingezogen wird, dass wir diese Charaktere in irgendeiner Form pullen können. Ja, ich sehe tatsächlich gerade, es ist ein kompletter Monat, wo man das Ganze ziehen kann. Und das Ganze ist auch wieder so, dass die Charaktere nicht im Premium-Pool mit drin sind. Heißt, wenn man die Charaktere haben möchte, dann ist das ein Jetzt oder Nie. Ob es das Ganze wert ist, wie man da rankommt, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also, wie gesagt, Monatzeit heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Chancen, da was rauszuziehen. Angefangen dann entsprechend mit dem Doppelchance-Gacha, was wir jetzt vom 16.11. bis zum 25.11. haben werden. Da haben wir entsprechend drin Senna, Ichigo und Ganryu heißt er? Ganryu? Ich denke mal, es nennt sich Ganryu. Ja, halt die Filmcharaktere sind logischerweise mit drin. Und als Filler bekommen wir zusätzlich Tsukishima, Isane, Suzumebachi, Yashiro, Love und Rose. Und beide in der Weisert-Version, heißt nicht die Captain-Version, die da später rausgekommen ist. Filler-technisch, ja, jetzt mal mit Ausnahme von Tsukishima und Isane würde ich sagen, ist eigentlich nur Müll mit drin. Deswegen kann ich schon mal sagen, bei dem Doppelding werde ich definitiv nicht pullen. Aber wer da sieht, ich will davon noch unbedingt was haben, dann ich werde euch nicht aufhalten, könnt ihr natürlich gerne machen. Was für mich interessanter wäre, sind wiederum die drei, die danach kommen. Und zwar ähnlich wie bei Blood War, wenn die Charaktere dann auch nochmal einzeln insofern veröffentlichen im Gacha. Das wird angefangen mit dem Senna Gacha, das haben wir am 25.11. bis zum 28.11. Da werden drin sein Senna, Danga Ichigo und Gin in der Captain-Version. Das wird wahrscheinlich das Ding sein, worauf ich mich stürzen werde. Weil Senna, ja, ist okay, nehme ich sofern. Gin unbedingt, weil Gin ist ja bis heute so ziemlich mit Top-Tier-PvP-Charakter, den sieht man ja heute noch überall. Und was ich aber schon sehen kommen werde, ist, wie das Nummer 6 Danga Ichigo werden wird. Und ich hoffe mal einfach nicht. Ansonsten sehr nett sofern. Also das wird wahrscheinlich das Ding sein, wo ich alles reinstecken werde. Gefolgt ist das Ganze dann am 28.11. bis zum 1.12. mit dem Ichigo-Gacha. Da haben wir Ichigo drin in der Memories of Nobody-Version, heißt Filmversion. Dazu kommt noch Hitsugaya als Fullwing-Version und Ikaku als Fullwing-Version. Ist sofern in Ordnung, weder Ikaku noch Hitsugaya sind jetzt irgendwie groß relevant heute, würde ich meinen. Sind okay Charaktere, kann man schon spielen, aber jetzt nicht mehr so dem Standard angebracht. Ichigo hingegen, ja gut, ist halt die beste Chance, die man den kriegen kann, prozenttechnisch. Heißt, wenn man den haben will, wäre man hier vielleicht sogar am besten mit dran. Danach kommt das Ganyu Gacha vom 1.12. bis zum 4.12. Da ist drin logischerweise Ganyu. Da ist Mr. Broken Kenpachi mit drin, der blaue Kenpachi. Also wer den noch nicht hat, der wird hier bestimmt das eine oder andere Stück ausgeben können. Und Love in der Captain-Version, den ich tatsächlich auch sehr cool finde, auch wenn er heute leider nicht mehr so krass relevant ist. Zum krönenden Abschluss kommt dann nochmal ein Ding, wo alle zusammen mit drin sind, mit einer 3% Chance. Das ist dann vom 4.12. bis zum 16.12. Da kriegt er für jede Multi dann auch die 20 Droplets von jeder Farbe, so wie es beim letzten Mal auch war. Und wir haben hier noch drei weitere Filler-Charaktere mit drin, und zwar Kaien, Yukio und Nanao. Auch wieder alles so Charaktere. Kaien ist noch okay, weil 25% Strong Attack Link. Kann man immer gebrauchen. Die anderen beiden sind eher so, meh, braucht man nicht so wirklich. Aber erneut, wer die Charaktere haben will, warum nicht? Warum nicht? Okay, das wäre es dann sofern erstmal zu den Gachern, zu den Arten und Weisen, wie wir das Ganze pullen können. Jetzt gucken wir uns doch einfach mal die Charaktere an, so wie wir das beim letzten Mal auch gemacht haben. Fangen wir doch mal einfach an mit Senna. Yeah.
Also, Senna ist ein roter Charakter mit Soul Reaper Attribut und einem Holokiller, kommt mit satten 741 SP, also auch hier wieder sehr deutlich ein SP-Charakter und hat dazu einen passenden 12% Cooldown Strong Attack Recharge Time Abzug, wie das Ganze auch mittlerweile üblich ist. Natürlich entsprechend mit Frenzy, dazu kommt noch 20% Bruiser, 20% mehr Normal Attack Schaden, Havoc plus 20% mehr Reichweite für die Strong Attacks, Devastation plus 40% mehr Schaden für die Special Moves, dazu natürlich Sprinter, wie gehabt, mehr Schumpus und ihr Special Move kriegt auch noch Weaken Defense auf einmal drauf, damit man danach noch ein bisschen mehr Schaden verteilen kann. Was noch ganz interessant ist, was Senna angeht, Senna wird ein Range-Charakter sein, heißt Range-Fernkampfangriffe, hat eine Viererkette, was die Angriffe angeht, das ist davon auch ganz nett, Viererkombo ist immer ganz passend für Fernkämpfer und hat den fliegenden Vortex bekommen, den bisher meines Erachtens nach nur Ulquiorra sofern hatte. Von dem, was ich im Video gesehen habe, bin ich recht der Meinung, dass der nicht so schnell ist und nicht so eine Reichweite hat wie der von Ulquiorra, was schade ist, weil das Ding tatsächlich sehr geil ist. Aber trotzdem, fliegender Vortex, ja, kann man mitarbeiten. Kann man sehr, sehr gut mitarbeiten. Kann ich von Ulquiorra bestätigen. Ist ein sehr, sehr geiles Ding. So, als nächstes haben wir dann Ganryu. Ganryu ist schon mal direkt ein ganz spezieller Fall und zwar ist er ein blauer Charakter, er hat Soul Reaper Killer und jetzt was wir wieder erstmalig im Spiel haben, er hat keine Affiliation, er hat keine Zuweisung, er ist nicht Reaper, er ist nicht Aranka, er ist nicht Holo, er ist gar nichts. Wir hatten ja letztens schon mit Shinji drüber gesprochen gehabt, von wegen Shinji war Captain und Holo, halt nicht Reaper-Attribut gehabt. Ob das jetzt irgendwie eine Relevanz ist, ob das was ist, was jetzt öfter kommen wird. Ganryu hingegen ist einfach gar nichts. Heißt, er kriegt auch hier wieder im PvP, gibt es kein Killer-Attribut, was bei ihm mehr Schaden machen kann. Den Nachteil, den er aber mit sich bringt, was halt Shinji nicht hatte, dadurch, dass er keine Zuweisung, egal wie, hat, dürften meines Erachtens nach kein einziges dieser 40% Stamina-Items für ihn irgendeine Relevanz spielen. Die dürften alle keine Stamina geben. Ich weiß nicht, ob Caleb das so behalten wird, weil das finde ich tatsächlich sehr komisch, dass du einen Charakter hast, für den diese Items gar nicht funktionieren. Aber ja, sieht bisher tatsächlich sehr danach aus. Mal gucken, wenn wir die neuen Accessories kriegen, ob da jetzt vielleicht, ob das schon vorher geplant ist, weil wir kriegen ja bald neue Items und Caleb wird ja mittlerweile ziemlich sicher eine Vorstellung haben, was da kommen wird. Ob das damit irgendwie im Zusammenhang steht, keine Ahnung. Aber der erste Charakter, von dem ich jetzt sofern weiß, der tatsächlich keine Affiliation, egal wie, hat. Ist ja auch mal interessant, würde ich mal meinen. Statustechnisch kommt er mit 756 Attack und einem passenden 20% Normal Attack Link, heißt klassischer Normal Attack Charakter. Von dem, was ich im Video gesehen habe, sind die Reichweite von seinen Angriffen ist auch tatsächlich recht ordentlich. Mit der kann man definitiv arbeiten. Und der Attack Speed war, das ist schon nett. Für Normal Attack Charakter, sofern sehr brauchbar. Skill-technisch hat er, sieht man auch direkt, plus 20% Long Reach bekommen, 20% mehr Reichweite für seine Normal Attacks. Er hat einen Berserker plus 30%, heißt seine Strong Attacks machen 30% mehr Schaden. Auch hier wieder für Normal Attack Charaktere in der Regel nicht so relevant. Er hat Debilitator plus 5 Sekunden, heißt seine Statuseffekte, die er verteilen kann. Er hat auf 2 Strong Attacks hat er Paralyse mit drauf, die gehen 5 Sekunden länger. Er hat 40% mehr Damage für seinen Special Move. Auch hier wieder für Normal Attack Charaktere in der Regel nicht so relevant. Sprinter natürlich, wie immer. Und was tatsächlich wieder sehr nett ist, wo die Zahl ist, die Caleb in letzter Zeit öfter mal raushaut. Bruiser plus 50%, also nochmal plus 50% mehr Normal Attack. Kommt davon selber also schon rein für den Stats mit plus 70% raus. Alter. Gerade mit der Attack, die er ohnehin schon fährt, sehr, sehr nett. Er ist jetzt halt abzuwarten. Ich meine, wir haben halt immer noch Broken, der halt wahrscheinlich immer noch so ziemlich Platz 1 Normal Attack Charakter für blaue Charaktere sein wird. Nur hat nicht jeder einen Broken. Nur kann man natürlich auch den ziehen, kann man mit denen natürlich auch ordentlich was machen. Wie gesagt, vom Gameplay hat er mir, was das angeht, auch ganz gut gefallen. Aber ja, ob er da jetzt Broken im PvP ablösen wird, auch ohne Affiliation, wie auch immer, ich wage es erstmal zu bezweifeln. Lassen wir uns überraschen.
So, zu guter Letzt haben wir dann Ichigo. Ichigo ist wie gewohnt ein Soul Reaper-Charakter, diesmal eine lila Variante von ihm mit einem Holo-Killer. Er hat ebenfalls wieder 745 SP, ist in letzter Zeit eh so, dass Ichigo ein bisschen SP-lastiger ist, was die Charaktere angeht. Und kommt mit einem 14% Strong Attack Recharge Link, auch hier wieder ein verbesserter Link. Verbesserte Links sind immer gern gesehen, auch wenn es nur 2% sind, das kann doch ein Stück was ausmachen. Gerade je mehr man halt davon nutzt, desto besser. Hat als Skills sofern bekommen Long Beach plus 20%, 20% mehr Reichweite Normal Attacks, plus 20% mehr Reichweite für die Strong Attacks mit Havoc, plus 30% mehr Schaden für die Normal Attacks mit Bruiser. Frenzy natürlich, SP-Charaktere, Frenzy ist klar. Die Strong Attacks treffen doppelt, machen effektiv doppelten Schaden. Und Sprinter natürlich, wie das Ganze immer gehabt. Vom Gameplay her, ich mag die Animationen, die er hat. Das ist eigentlich schon ein Statement, wenn es das erste ist, was ich dazu zu sagen habe. Ansonsten sieht es eigentlich einfach nur nach Schaden aus. Ein recht großflächiger Angriff, 2 Dashes hat er gehabt, von dem ich gesehen hatte. Ja, ist halt viel Schaden, ist Ichigo, ist das, was wir eigentlich gewohnt sind. Ist nett, dass halt einen verbesserten Strong Attack Recharge Link hat. Dass er das Ganze ein bisschen öfter rausfeuern kann, ist immer ganz cool. Aber ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, der haut mich zuerst mal vom Hocker. Kann es natürlich sein, also es ist halt geschrieben, dass er ein bisschen hohen Attack Speed hat für die Normal Attacks. Wo ich mir aber wieder denke, okay, ist ja schön und gut, dass er einen hohen Attack Speed hat für Normal Attacks, aber er ist ein Strong Attack Charakter. Da ist uns das in der Regel nicht so relevant, dass er da ein bisschen schneller angreifen kann. Da wäre ein bisschen mehr für die Strong Attacks tatsächlich interessanter gewesen. Aber da muss man auch wieder abwarten, weil vielleicht sind einfach die Aktivierungszeiten von seinen Strong Attacks so minimal, dass er dann am Ende doch alles wegrocken wird. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, das wäre es dann so erstmal charaktertechnisch. Die Movie-Charaktere selber, die hauen mich offen gesagt alle nicht so wirklich vom Hocker. Ich finde sie sofern nett, die sind schon okay, die kann man schon machen, das ist alles nicht das Problem. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich von meiner Seite aus sagen würde, ja, den muss ich jetzt unbedingt haben, weil entweder interessiert mich der Charakter so sehr oder der ist statustechnisch so krass, dass es da nichts Besseres gibt. Ist jetzt, wie gesagt, alles nicht so ganz meins. Filmtechnisch würde ich ja immer noch auf Rukia warten, aber da sieht es so aus, als würden wir da tatsächlich noch ein Stück warten müssen, bis die dann tatsächlich kommt. Also dieses Jahr wird das definitiv nichts mehr, da bin ich mir ziemlich 100% sicher. Wo ich, wie gesagt, meine Opt reinstecken werde, wird wahrscheinlich das Senagacha sein, weil Ichimaru drin ist und den hätte ich tatsächlich noch ganz gerne. Das Zweifach-Ding, das würde ich eigentlich ziemlich jedem empfehlen, einfach mal zu meiden. Weil filler-technisch ist da halt mit Ausnahme Tsukishima und Isan eigentlich nur Müll drin. Und die Chance, dass ihr halt die wichtigen Charaktere zieht, die ist halt geringer, als wenn ihr dann die normalen Gachas nutzen würdet. Also die 3% Gachas. Habt ihr zumindest eine 1% Chance, einen Charakter zu kriegen. Und so habt ihr nur, lass mich nicht lügen, was waren das, 0,6? Ich guck nochmal kurz. 0,67% Chance, einen bestimmten Charakter zu kriegen. Wo ich mir auch wieder denke, okay, man hat eine Doppelchance, einen Charakter zu bekommen. Aber auch eine recht hohe Chance, einfach nur Müll rauszuziehen, wodurch die Orbs dann unterm Strich doch wieder für den Arsch sind. Also, nicht so ein großer Fan von. Orbs ist immer ein ganz gutes Thema. Wir kriegen dazu jetzt nämlich am Ende noch eine neue Side-Story, Memories of Nobody, die uns entsprechend natürlich wieder einen dicken Batzen Orbs geben wird. Und was ich nur ganz kurz anschneiden möchte, es kommt da ein neues Accessory, was wir kriegen werden, Senna's Haarband. Das ist, wer sich an die Anniversary Coin und das Neujahrsbuch erinnert, diese plus 10% All-Stat-Items. Das ist im Grunde das, nur mit einer Farbe. Was jetzt auf den ersten Moment nicht so sonderlich relevant klingt, aber mit einer Farbe ist tatsächlich sehr böse, weil wir kriegen, das wird ja verdoppelt, heißt, wir kriegen plus 10%, die nicht verdoppelt sind, das sind nicht verdoppelt werden, die sind schon verdoppelt, aber der Secondary-Effekt, der raufkommt, der wird dann auch nochmal verdoppelt. Heißt, wenn wir so ein rotes Haarband haben mit plus 15% SP, dann kommen wir bei einem Item durch die Verdopplung raus, was plus 40% SP gibt und plus 10% auf alle anderen Werte. Alter,
dass gerade als roter Charakter, wo es gerade im PvP doch diesen einen kleinen roten Hitsugaya gibt, der dezent an jeder Ecke steht und dezent allen Leuten das Pausengeld klaut, wird nicht lustig. Wird definitiv nicht lustig. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und dann wäre es das Ganze sofern eigentlich auch schon wieder zu den Filmcharakteren, zu den Filmsachen, zum Filmevent, was da jetzt den nächsten Monat erstmal kommen wird. Was sagt ihr dazu? Habt ihr da Charaktere, wo ihr sagt, ja, den wollt ihr unbedingt haben, den möchtet ihr zwangsweise kriegen? Sagt ihr auch eher, naja, sehen schon nett aus, ist jetzt aber nicht so relevant. Und wenn ihr Orbs ausgeben werdet, bei welchen von den 5 würdet ihr denn entsprechend Orbs investieren? Oder seid ihr vielleicht wie ich, die einfach auch nur sagen, ja, ich will aber eigentlich nur einen der Filler-Charaktere, weil der deutlich interessanter ist als alles andere, was hier geboten ist. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Comments, damit ich da ein bisschen Bescheid weiß. Und wir sehen uns dann auch wieder beim nächsten Mal. Ciao. Boku nanka no tameni, wazawaza domo arigatou-san.